Okay, wir machen weiter da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bei Shadow of the Earth Tree. Und wir springen direkt rein, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wo ich First Try den ersten quasi Boss, den ich zumindest entdeckt habe. Ich habe hier die neue Waffe, die wir von ihm gekriegt haben. Pam. Mit dem Solitary Moonslash. Aber da die jetzt noch nicht hochgelevelt ist, bringt uns das natürlich noch nichts. Und wir werden hier erst... Wir haben schon zwei geile Waffen hier gefunden. Gehen hier natürlich erstmal wieder auf Standard-Equipment. It's me. Hi, I'm the problem, it's me. Ein Schiss vor den Vögeln. Oh, kaum sage ich's. Erinnere mich so ein bisschen an diese Bäume aus Dark Souls 2. Waren das nicht so Memories? Memory Trees? Memo Trees? Keine Ahnung. Ist der Stream live oder eine Aufnahme? Das ist eine Aufnahme. Necrion. Von letzter Woche. Ding dong. Das Gute kommt von hinten. Oh, da ist ein Riesentor, das in den Berg reinführt. Musst du gleich umnocken, damit sie auf den Boden fallen. Dann sind sie Piece of Cake.
Alter, was ist das? Ah, Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikkola. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Okay, good to listen. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the Cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikkola the Kind's footprints. If you've yet to do so, be sure to have our dour little friend share his map of Cross's. Assuming you intend to trace Kind Mikkola's path. If you've yet to do so, assuming you intend. Okay. Carved words. Colossi? I abandon here the first of the flesh of my body. Another, treading the heels of Mikkola. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Mikkola's apologies. When he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. And yet, my oath I cannot overlook. If Mikkola it is whom you would seek, then, comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikkola. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Cross map. I urge you. As long as you abide. Tiefsinn. A simple map driven by the horns and marked with the locations of golden crosses. These crosses indicate Mikkola's footprints, okay. Also eine sehr okay. Sechsjährigen zeichnen lassen. Das hilft mir weiter. Jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Dankeschön. Blood Virgin. I urge you, as long as okay, yeah, sehr gut. Wie geil es einfach aussieht, bitte. So, sollen wir uns jetzt mal den Roten hier angucken und umhauen? Fucking ja doch, was willst du denn da machen, ey? Komm mal her jetzt. Oh, er springt.
Okay. Meint ihr, die kann man schon killen? Was habe ich gemacht? Boah, der hat Pferde da drin gefangen? Ich hau die. Kann es sein, dass ich die ganze Zeit mit dem Schild zuhaue? Das hat aber eine ordentliche Reichweite, oder? Die sind schwer der Sache auszuweichen, habe ich das Gefühl. What the fuck? Meh! Er schmeißt mich in seine Flut rein! Well. In battle. Das Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist schwierig so. Irgendwas, der hat, also wenn man ihm ein paar Mal auf die Füße haut, dann passiert was, aber was? Gartenschlauch wäre nicht schlecht als Waffe. Okay, die Flamme geht aber nur nach vorne. Wir müssten... Das müsste eigentlich machbar sein, wenn man hinter ihm ist. Übrigens auch genervt, die Schweine. Okay, da wäre schon jeder Boss jetzt mindestens einmal gestaggert worden, aber er macht überhaupt nichts. Oder? Da brennt was? Ich bin mir nicht sicher. War da was? Ist da was kaputt gegangen?
schwierig. Ja. Da muss es irgendeinen Trick geben. Stagger alleine scheint es nicht zu sein. Anderes als seine Beine kommen wir auch gar nicht ran. Also es muss ja irgendwie über die Beine gehen, oder? Guck mal, wie weit die Flammen gehen, ey. Das ist wirklich krass. Ich mache da nicht mehr so viel Damage da hinten. Und mein Pferdchen hat er umgebracht. Springen. Das ist gar nicht so ein dummer Vorschlag, Chat. Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Er hat ja das Horsey gekillt. Ich bin ja mit Horsey da gewesen, dann hat er Horsey gekillt. Das ist ja the problem, ne? Geil, das hat geklappt. Wir machen halt trotzdem brutal wenig Damage. Oder? Man kann auch zu Fuß drüber springen. Aha. Da war doch jetzt Stagger, habe ich doch gehört. Jetzt müsste man irgendwo irgendwas machen können. Aber ich weiß nicht wo. Er hat zu spät gesprungen. Ich habe den Stagger gehört. Aber er war einmal gestaggert. Ich habe das Stagger-Geräusch gehört. Die Frage ist nur, was macht man dann? Ich hätte gedacht, irgendwie in die Fußsehne. Fußsehne vor allem. Alter, der Nebel ist ja krass. Das ist auch neu. Nee. Nein,
Komm ich da raus? Komm ich da raus? Komm ich da raus? Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich rein! Ich komm nicht mal raus! Das ist Instant Death, ja. Okay. Okay, vielleicht sollten wir einfach mal woanders lang gehen. Ja, noch zu schwach für den. Schön mit dem Claymore, ne? Wie jetzt sich hier hört. Ash of War Savage Lion's Claw. Es ist schon wieder so geil, in welche Richtung es alles geht. Ich liebe das. Oben, unten, links, rechts, überall ist es interessant. Überall scheint irgendwas Geiles auf einen zu warten. Und man kann überall hin, wenn man kann. Die lassen mich bestimmt über diese Brücke. Hier wird bestimmt nichts passieren. Alter, was war das für ein Sprung? Was? Von da unten? Willst du mich verarschen? Oh. Du willst mich wohl zerwarschen. Shadow Rune. Shadow Realm Rune. Ja, Seelen sind natürlich durch den Farming-Spot im Main-Game so ein bisschen uninteressant geworden. Ist mir eigentlich egal, ob ich 70.000 oder 100.000 verliere. Weil ich mir die mehr oder weniger instant zurückholen kann.
hauen, bevor er seine Kumpels ruft. Juhu! Die Taktik lautet, selber nicht mehr wissen, was man machen will. Parfümerie Douglas hier. Das wird ja auch eine neue Waffe oder Waffengattung sein. Och. Claymore ist immer noch unmatched. Sage ich euch, unmatched. Firespark Perfume Bottle. Das ist nämlich eine Waffe. Die man in den Waffenslot packt. So viel weiß ich schon. Verbraucht auch kein FP. Was passiert, wenn man es beidhändig nimmt? Schon interessant sein, wenn man die auflevelt, oder? Ob diese Zelte echt nur mit Gerümpel vollgestellt wurden, damit ich mit meiner neuen Flammenwaffe das ausprobieren kann? Vermutlich. Lieb's jetzt schon. Das geht verdammt tief darunter, ey. Und ich glaube, da ist was, also da ist Level. Da wird man irgendwie hinkommen.
So, testen wir die Waffe. Alter, das hat ihn direkt gestaggert. Das ist ja die ultimative Stagger-Waffe. Ist das vielleicht sogar die Haupt... Idee dahinter, dass man... damit staggert? Stagger und Boom oder was? Leute, bitte nix spoilen im Chat, sonst müssen die Mods gemeine Sachen machen. Falsch. Sagt ihr denn nicht, dass ich keine... Noch nicht ganz sicher mit der Waffe. Die hat schon was. Aber was? Getting hot in here. Einfach so. Das sind komplett geschlossene Zelte ohne Eingang. Da kann man leicht was übersehen, habe ich das Gefühl.
du am Zug, aber du bist nicht am Zug. Oh shit, ihr seid am Zug. Hier ist was, guck. Fire Nights Cookbook. Das ist wirklich sehr unübersichtlich. Siehst du, hier bin ich. Also hier... Solange kein Bär in der Nähe ist. Ach du Scheiße, was ist denn das? Der sieht aus, als ob der gut zuhauen kann. Ja, ich kann auch gut zuhauen. So sieht das nämlich auch mal aus, wenn man Gegner mal ein bisschen platt hauen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das könnte schon ein richtiger Legacy-Dungeon hier eigentlich sein. Von der Größe. Was ist das? Wer ist er denn da oben? Ja, dann komm doch.
richtig Angst. Bam! Bam! Next. Komm, Großer. Naja, du willst dich ja in die brennenden Fässer reinrennen. Hier, jetzt hast du keine mehr. Ja? Oh. Okay, du hast unendlich. Oh, es sind einige. Das scheint der Seiteneingang hier zu sein vom Legacy Dungeon. Ah, da oben sind halt auch noch Typen. Nein, heilen. Mit Schluck. Sollte man verbieten, diese Zwergen, die Schergen von dort oben auf die ganzen brennenden Fässer. Ich verstehe den Trick. Die Falle. Oh. Jetzt schlechtes Timing und ich bin tot. Aber ich habe natürlich gutes Timing. Jan, danke für den Raid. Ich bin zu später Stunde noch wach, weil ich muss. Elden Ring DLC ist rausgekommen, die Festspiele beginnen. Das ist so, wie soll ich das erklären? Das ist so, wie wenn für dich eine neue Schachfigur rauskommt. Der Schwimmer. Oder so. Ich spiele auch die ganze Zeit Ballad hoch. Also. Ja, ich weiß, es ist so schön, dass es geklappt hat. Ich war mir so sicher, dass ihn das Game reinsacken wird. Es ist aber auch ein tolles Spiel, muss man einfach sagen. Halb drei schon, ich bin noch irre. Ich bin doch Familienvater. Aber meine Kinder werden irgendwann zurückgucken und sagen, Papa, für uns war das wichtig, dass du damals Elden Ring DLC spielst und nicht mit uns gemeinsam aufstehst. Das sind die schönsten Erinnerungen, die ich habe. Damals, als du gezockt hast. Jetzt bin ich hier schon quasi in einem neuen Biom, würde ich fast sagen. Durch diesen Abschnitt hier durch fühlt sich jetzt schon wieder so ein bisschen anders an. Das ist genau das, Chat. Ich sag immer, Jungs, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig von mir, dann guckt doch einfach bei Grumpy Edel auf YouTube. Lasst ein Abo und ein Like da, aber wenn ihr es macht. Da gibt's Papa immer. Auf Abruf. Da war aber ein Grafikfehler. Fehler. An dem Baum, oder? Es geht weiter runter. Ulla, bist du noch wach?
Schluss machen. Bisschen Kinder, oder? Ja, okay. Wie lang? Ich bin auch müde, aber ich kann auch nicht aufhören zu spielen. Alles ist so toll. Ja, es ist Elden Ring. Es ist Elden Ring. Was war man? Es ist so schön, dass es dieses Spiel gibt. Okay, wir gehen. Ach, das sind diese Dudes, die einem zeigen, wo ein Dungeon ist. Aber er ist kaputt. Bisschen unübersichtlich hier. Sind hier, wo sind wir denn? Castle? Okay, wir sind an der Castle vorbei. Oh, das ist, glaube ich, Map. Links. Oder Westen. Wie es Neudeutsch heißt. Oh nein, die Fickzwerge. Oh nein, sie haben mich entdeckt. Das sind richtige Fucker. Nichts wie weg. Man sieht ihn natürlich wieder kaum. Bär. Bär. I don't like bears. Da gehen wir rein. Nur der Bär! Ja, was willst du machen? Was willst du machen? Bär. Pfeife. Als ob ich Schiss vor dem Bär hätte. Lollinger. Yeah. Alter, das haut ja richtig rein gegen die. Oh, holy shit, was ist da? Was passiert hier? Bloodloss? Oh nein, die kleinen Zwergis sind drinne. Oh nein, die killen mich, oder? Wieso könnt ihr hier rein? Tschüss. Kein Bonfire? Doch. Kann das sein, dass die super viel ausgehalten haben? Habe ich überhaupt nichts bewirkt bei denen gerade oder was? Na, jetzt sind sie eh weg. Ja, wir müssen eh unter den Aufzug kommen. Insofern. Liga der Unteraufzuggucker. Ich muss ja sagen, die Katakomben habe ich jetzt nicht unbedingt vermisst. Oh mein Gott, was ist das? Geiler neuer Gegner. Ah ne, ist auch wieder so ein Gegner. Oh, guck, wie viel er abnimmt! Mit einem Schlag! Guck, ein Schlag, halber, fast halber Energiebalken. Was erlaube. Macht ihm keinen Schaden.
macht Schaden. Wie lange er einfach läuft! Her, das kann doch nicht sein, das ist schon wieder der dumme Bär. Okay, jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren wegen dem scheiß Nebel. Da komme ich doch her! Muss es doch da sein. Aber irgendwie, vielleicht komme ich da gar nicht hin von hier. Das ist genau, es ist über mir, kann es sein? Weil wenn man hier runter geht, ist nur diese Katakombe. Zurückgelenkt. Weil der ganze Weg nur für die Katakombe, kann natürlich sein, dass du, Alter, von der Katakombe aus da hochkommst. War das schon mal so, dass eine Katakombe einen Eingang hatte und einen anderen Ausgang? Ich weiß es nicht. Das könnte sein. Aber selbst wenn es nicht der Fall war, heißt das nicht, dass es nicht geht. Ich wollte mich nicht bewegen, ich wollte, dass es cool aussieht.
Alter, wie lange die einen verfolgen. Schon 4 Flasks. 4-mal Estus weg. Blurm. What the fuck? What the fick? Oh Scheiße, der hat einfach einen Raketenwerfer? Dass sie den Weg gefunden haben, die Kobolde noch nerviger zu machen. So geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Halt, 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 halt. Verwirrender. Alter, was? Alter, wow. Mal so ganz schnell entdecken, ob wir... Alter, wie scary da hinten der Typ, ey. Was soll das? Ein verwirrender Dungeon, ey.
Liegt da was auf mich zu? Shit. Ist das Abprallschüsse? Oh. Und noch ein Gitter da oben. So, es gab noch eine Etage über uns. Die könnten wir vielleicht zuerst abchecken, ne? Lol. Völlig unnötig. Nicht? Durch den großen Raum ist natürlich ein bisschen riskant. Drei Flasks. Das macht nur Sinn, wenn wir auch was kriegen dafür. Backstab. Nein, ist kurz. Die Viecher kennen wir auch noch. Die halten so unfassbar viel aus. Das ist halt das Dumme in den Katakomben, dass man jetzt jede Wand einmal berühren muss, eigentlich, um sicher zu gehen, dass man auch nicht irgendwas verpasst hat. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man nicht mit Messages am Boden spielt. Einerseits verrät das einem was, auf der anderen Seite erspart es einem nerviges. Du bist schon. Ich wollte auch sagen, das stinkt doch hier zum Himmel.
Electrocharge. Estus mehr. Das ist schon eine echt große Katakombe, ey. Das haben sie natürlich clever gemacht. Oh, und ich habe nichts mehr zum Heilen, ey. Das wird knapp, wa? Lames zum Heilen. Kann ich irgendeinen Heilscheiß craften? Nee, ne? Doch. Wo sind denn jetzt die Scheißsteine? Was ist das für eine Sortierung hier? Recent Items, deshalb. Aber wo sind denn die normalen Items? Bin ich bescheuert? Zehn Stück müsste ich haben. Komisch. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie werden mir hier nicht angezeigt. Oder ich bin blind. Doch, da sind sie doch. Mein Gott. Jesus.
warst du schneller. Shadow Realm Rune 3. Hoch, ne? Schnell genug. Ah, guck, da ist eine Tür! Da habt ihr es gesehen! Ich bin der geile Finder, ey. Let's go. Ich bin der geile Lootboy. Ash of War Blink Bolt. Theoretisch können wir sogar noch ganz oben drauf. Oh, habe ich wenig gesmackt. Siehst du, da ist nämlich noch mehr. Stone Sheath Sword. Wir sind halt. Boah, das schlägt richtig schnell. Das gefällt mir. Ah, es ist so spät. Ist nicht so schlimm. Schön, schnelles Schwert. Gutes Moveset. Why not? Nikola, der Arme, muss eine Nachtschicht. Nikola, kannst du jetzt mal damit aufräumen, dass du keine Nachtschicht schieben musst? Das ist alles freiwillig hier. So. Nur weil ich gesagt habe, wenn dein Job dir lieb ist, das kann einem ja wohl mal rausrutschen. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch eine Leiter gewesen. Geronimo! Ja, das ist eine richtig, richtig gute Idee, hier Feuer reinzuballern.
So, Leute. Es sind unglaublich 1000 Leute, die noch zugucken, aber jetzt ist Schluss für mich und für euch. Es ist spät. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich liebe es. Ich habe noch nichts gesehen, aber ich liebe es. Shadow of the Erdtree. Du tolles Spiel.